Ich bin wieder da. Ich lass mich nicht unterkriegen. Wenn ihr wüsstet, und in dem Sinne kann ich euch nur mitgeben, wo Schatten ist, ist auch Licht. Nach schlechten Zeiten kommen gute Zeiten. Es gibt immer einen Weg. Und so ist es. Nur nicht entmutigen lassen. Es gibt immer einen Weg, und gesagt, getan. In dem Fall hatte ich ja erstens schon mal Vivi und Lars, die mir viel geholfen haben heute. Dann hat das jetzt dann auch gut funktioniert. Ich bin jetzt also auch im WLAN. Daran hatte ich nämlich tatsächlich nicht gedacht vorhin. Auch nicht Lars, auch nicht Vivi, haben wir nicht drauf geachtet. Jetzt bin ich aber im WLAN. Das heißt, es sollte auch alles gut klappen. Nicole, genau, Nicola, da ist sie wieder. Das heißt, wir können jetzt in aller Ruhe, Datenvolumen ist egal, ich bin im WLAN, ausgiebig unser Weihnachtsfest feiern. Ja? Und dann geht man hier mal ein bisschen in unsere Deko rein. Und ich warte natürlich sehr, sehr gerne, bis alle Deko-Hasen und Deko-Liebhaber wieder dabei sind. Und dann gehen wir nämlich gerne hier auch hinten in die tollen Schmuckstücke mit den Rehlein. Rehlein, ausgewachsene Hirsche sind das, ja. Und hier hinten, das mag ich auch ganz besonders gern, diesen Champagner-Silber-Look, finde ich ja rattenscharf. Also für alle eleganten Liebhaber, ne? Hier der Baum in diesem Kupferton, Anthrazit, Gold, Creme, sage ich nur. Und dann geht es weiter in der Dekoration hier hinten. Ich zeige euch das gleich nochmal genau, Karin wieder da. Es geht weiter, juhu, Mandy. Ich warte nur auf euch, genau, und dann drehe ich wieder die Kulisse, dann könnt ihr das auch besser sehen. Es funktioniert. Ach du, in dem Sinne, weißt du, wenn wir noch warten, bis auf die anderen, bis alle wieder da sind, sage ich mal frohe Weihnachten, ihr Lieben. Frohe Weihnachten. Den Huschusch muss man hier noch mal ein bisschen schägen, damit das Glitzer von da unten hochkommt. Und dann wird es Zeit, dass ein bisschen Ruhe eintritt. Das ist doch zu Weihnachten immer so. Jetzt sag doch mal ehrlich, jedes Jahr zu Weihnachten der pure Stress. Es ist ja noch einen halben Tag, sind die Geschäfte noch offen. Das heißt, man kauft noch schnell das Nötigste, was man irgendwie vergessen hat, noch ein. Man ist noch mal unterwegs, dann bist du erst nachmittags zu Hause. Der Kartoffelsalat müsste im Zwangsfall auch noch gemacht werden. Und der Baum und die Lichterkette und so knüttelt und hast du nicht gesehen, purer Stress. Und dann ist man noch froh, wenn es endlich Heiligabend ist, spazieren gehen kann, schön die Fenster begucken, was die Nachbarn so dekoriert haben, so im Vorgarten ist, vielleicht mal reinillern in die Fenster und nachher schön gemütlich zusammensitzen und das gemütliche Ambiente genießen. Ich habe schon wieder Gänsehaut, ich sehe es richtig vor mir, ich fühle mich wie Weihnachten. Der Stress ist losgelassen, alles funktioniert, alles ist schön dekoriert. Alle Lichter sind an, alle sind gut gelaunt, alle sind da, alle sind gesund. Prost! So. Was ist mit Michael? Müssen wir auf dich Rücksicht nehmen? Ich drehe mal rum und gehe wieder in die Dekoration mit uns zusammen. Hier, komm, guck mal. So. Genau, Weihnachten in Familie. So, guck mal. Genau, frohe Weihnachten. Wir leuchten hier nochmal das Ganze oder geben nochmal dieses schöne Bild. Der Schnee, genau, Manuela. Wir haben ja Kunstschnee und wir haben einen weißen Weihnachtsbaum. Also den nochmal gezeigt in aller Ruhe. Und jetzt kommen wir auch mal zu den schönen, schönen Lichtern. Auch gerade mit meinen Style Home Kerzen. Guck mal, auch von der Lichtfarbe her sind die tollen Kugeln. Eine Schau, die sind so eine Mischung zwischen Silber und Taub, also dadurch, dass sie innen drin Gold sind und außen so ein mattes Silbergrau. Also was jetzt super cool trendy bei den Autos ist, haben wir hier schon auf den Weihnachtskugeln. Dieses matte, elegante, dieses samtige Silbergrau. Das ist so ein ganz samtiger Ton. Und dann diese affengeilen Tischgestecks dazu. Ich stehe mal auf jetzt. Muss ich mich doch mal hier bewegen, damit ich euch das gut zeigen kann. Denn die sind ein absolutes Muss. Die gibt es als Rose und als Christrose. Hat hier hinten alles in Perlmutt, gerade so, wie wir es haben wollen. Diesen schönen, feinen Schimmer, den Glanz hier
auch an den goldenen ja, Ilux-Zweigen auch da nochmal beglittert drauf. Also nicht nur Gold, sondern auch noch beglittert. Und das Ganze mit ganz feinen Seidenblumen. Also wirklich auch ein richtig schöner, feiner, seht ihr das? Ein feiner Schimmer, ganz edel. Die feinsten Seidenblumen, so wie man das auch kennt, wenn man wirklich was ganz Feines dekorieren möchte. Und das dann, wie gesagt, entweder in den zwei Varianten oder, ich gehe mal schnell hier flugs rüber, auch in diesem Weihnachtsrot, in diesem tollen Bordeauxrot, wo auch die Äpfel dazu passen. Ein bisschen rumdrehen, dass man auch diesen tollen Apfelstrunk sieht. Traumhaft schön in jeder, ne? Also ich denke auch, das ist echt ein Hammer. Den Apfel bringst du auch nochmal in klein und in groß, die Blüten dazu. Guck mal, wie toll das auch aussieht. Das ist der etwas kleinere Hirsch, aber hier schön das Schaltuch umgebunden, ne? Ganz fein. Kommen die Christrosen auch noch mit Silber? Nein, tatsächlich nicht. Die gibt es nur in den zwei Farben. Wenn du die meinst, in Gold und in Rot, das gibt es tatsächlich nur in den zwei Nuancen. Gucken wir aber, wie schön finde ich hier auch die tolle Vase in diesem. Sieht man das? Dem Licht hier ganz gut, darum gehe ich. Ne? Das ist so ein schöner lila Ton, so ein Purple. Ich habe da gerade eine Lichterkette oder von der Lichterkette hier, von dem Schweif, von dem Lichterschweif, habe ich da auch ein bisschen was reingegeben einfach. Hinten seht ihr das noch, damit das nämlich innen drin auch leuchten kann. Und dann habe ich hier auch die neuen Blüten kombiniert und dann noch aber Zweige von den goldenen Eicheln und auch von den Tannenzapfen in Gold. Finde ich total schön. Ich gehe nochmal ein Stückchen nach hinten, damit ihr das sehen könnt. Du liebst Glitzer, ich doch auch. Und das Bärli hat auch, oh, warte, ich muss hier nochmal das hinstellen. Das Bärli hat nämlich auch schönen Rainbow-Glitzer drauf. Überall oben an der Mütze, am schönen Pulli, hinten am Geschenk. Kann man hier noch schön dazustellen. So. Die Engel, wie gesagt, auch fantastisch schön. Ich finde ja auch diese kleine Powerlocke, finde ich ja auch total süß. Also ein toller Schwung der Haare. Übrigens, die Flügel sind aus Metall. Ja, die kann man zum einen natürlich ein bisschen biegen, aber das Schöne ist, die können nicht kaputt gehen, auch wenn man es nachher verräumt. Und die haben so einen 3D-Effekt, weil es eben doppelte Flügel sind. Und haben da auch nochmal einen schönen Glitzer drauf. Seht ihr ganz gut, ne? Und die Gesichter müsst ihr doch mal sagen, oder? Also da kann man ja nicht widerstehen. So schön. So wirklich. Also hätte ich eine Tochter, die könnte man meinen, die wäre jetzt vielleicht so Anfang 20, die würde sich wahrscheinlich genauso schminken. Das ist ja gerade super modern hier unten mit dem Weißen. Habe ich früher auch als Teenie. Also top modern geschminkt, kannst du nichts sagen. Und hier auch nochmal die andere Variante. Mit dem Griff so ein bisschen lieblich so an den Hals. Der Engel ist meine. Jasmin auf jeden Fall. Traumhaft schön gemacht. Sehr, sehr hochwertig. Wie gesagt, Metallflügel. Ganz, ganz zauberhafte Gesichter. Sehr, sehr hochwertig. Und auch hier die einzigen Mengen, die es gibt. Also es gibt ja zwei verschiedene in sitzend und zwei verschiedene in stehend. Ich zeige die anderen zwei gerne noch am Tisch. Weil das fand ich jetzt auch so süß, dass ich euch das einmal hier zeigen wollte. Gerade auch mit den tollen Windlichtern. Also es hat ja hier einmal die kleinen Sterne, dann hat es hier diesen Sparkling-Effekt und die großen Sterne auf der Rückseite übrigens auch. Mit diesem ganz schönen Holzsockel und diesem feinen, matten Silbergrau. Und dann kann man da hier auch schon nochmal was reingeben, finde ich auch sehr schön. So, wo hatte ich dich denn hergenommen? Ich glaube, dich hatte ich hier hin so gelegt, ne? Genau. Auch schön, oder? Also gerade hier auch mit den Vasen in diesem Kupferton, die tollen Magnolien in diesem Champagner und Kupfer reingegeben. Durchaus auch hier nochmal diese Blätter. Ich habe ja gesagt, die kannst du schön drehen. Die haben einen tollen Draht, dass du die anthrazitfarbenen Blätter auch nochmal so biegen kannst, wie du möchtest. Hier nochmal so reingeben. Und so finde ich das nämlich auch echt ein Highlight, muss ich sagen. Gefällt mir richtig, richtig gut.
Sitzen der Engel ist ausverkauft. Lara, danke für die Information. Also man muss heute wirklich schnell sein. So ist das manchmal zu Weihnachten. Jeder kriegt gerne das, was er sich raussucht, wenn er schnell ist, keine Frage. Die Kugeln übrigens alle bei 50% Preisnachlass. Macht so einen Mix, dass ihr euch sozusagen noch ein paar Schnäppchen kombiniert mit den neuen Sachen. Und dann, also das muss, ist doch auch cool, oder? Dieses Schwarz-Rot. Ich finde das auch so sensationell. Also ein echtes Highlight, oder? Finde ich schon richtig, richtig toll. Und dann hier die schönen Windlichter, die übrigens zum Glühbirnendesign mit dieser Firmamentleuchte gemacht sind. Schnell die Rede, genau. Und hier hinten ist nochmal das Windlicht von der Jennifer, was aber bestimmt auch viele sich schon gesichert haben. Und dieses Tischgesteck, also das ist auf jeden Fall ein Muss, weil du kannst das überall schön dazustellen. Dieser Champagner-Goldton passt einfach überall. Das gibt nochmal so ein Finish, das rundet alles nochmal ab. Und selbst nachher hier im Baum, guck mal, hier habe ich es drin, hier oben, was das schon ausmacht. Guck mal, das kann ich euch auch gerne mal zeigen. So ist es leer. Ich gebe das einfach rein. Das hält von alleine. Und schon sieht es wow aus, oder? Also ich finde das großartig. Ich kann auch mal eben das Ganze auch mit Rot machen, weil ich finde, auch in Rot ist es ein richtiger Farbtupfer. Und da hast du aber trotzdem auch hier nochmal die goldenen Nuancen, auch mit Rot-Weiß. Wer das mag, guck mal. Kannst du hier gut mit der Kugel kombinieren. Warte mal, so ein bisschen runter. Finde ich auch sehr schön. Ne? Also auch ein wirklicher Hingucker- und Wow-Effekt. Ich mache das jetzt als Einzelne. Nehme ich mal wieder raus. Aber wenn du jetzt ein paar von den roten noch reingibst, sieht das auch schon wieder sehr, sehr gut aus. Also die haben eine richtig schöne Größe. Sind schon fertig gebunden, wie du siehst. Können gut hingelegt oder in eine kleine Vase reingesteckt werden. Einfach wow, Ingrid, ne? Dagmar, ja, Herzchen zurück. Also wirklich richtig, richtig süß. Passen überall gut. Ich hätte hier oben auch auf dem kleinen Aufsteller. So, ich drehe euch nochmal wieder rum. Denn ich habe ja nochmal noch mehr Dekoration auf dem Tisch. Ich kann euch ja gerade mal den Tisch zeigen, warte. Andersrum. Das gucken wir uns gleich noch an. So. Das war jetzt die andere Perspektive. Ich schwupps dich wieder rein. Oh, Entschuldigung. So. Reingespannt. Schön, ne? Freunde. Richtig schön da, ne? So soll es sein. Ich finde, bevor wir jetzt richtig hier nach Dekoration gehen, für die, die es nicht mitbekommen haben, jede Bestellung heute Abend zu Weihnachten, weil wir haben ja Christmas in July, der 24.07.23, heißt, jede Bestellung bekommt ein Geschenk von mir. Die ersten, und zwar reichlich. Ich habe vorgesorgt, es sollte eigentlich für alle reichen. Ich hoffe, es reicht auch für alle. Ich denke eigentlich schon. Ist der Hirsch mit dem Weihnachtsmann in so einem Mint-Salbeiton, also auch super trendy, ja, mega geil. Alleine das, glaube ich, wird euch große Freude machen. Sollte das aus sein, weil wir doch deutlich mehr Bestellungen haben, als ich jetzt gerechnet habe zu Christmas in July, und ich hab schon ordentlich Vorrat, gibt es beleuchtete Bäumchen mit einem Engelchen. Da ist eine Lichterkette drin. Die sind batteriebetrieben, in Silber oder in Gold, eins von beiden. Kann ich nicht beeinflussen. Es wird nacheinander einfach in der Packstraße von unseren Packelfen dann eingepackt. Auf jeden Fall aber vorrangig erstmal diese tolle Figur, damit der Weihnachtsmann schön fleißig zu euch die Geschenke bringt. So ist das mit dem Weihnachtsfest. Und dann zeige ich euch auf jeden Fall zum Beispiel die Deko-Idee. Ist eine schöne auch Winterdekoration. Ja, ich habe auch vergessen, hier die Wand davor zu machen. Kommt schön die Sonne hier rein. Daran haben wir auch nicht gedacht.
Na gut, dann ist das so. Wir lassen uns auf jeden Fall nicht davon abbringen. Wo ist denn hier unser, genau, schöne, sehr schöne Sterneffekt? Finde ich großartig, weil das aussieht wie so ein, der Polarstern, ne? Oder dieser ja, so ein Leuchtstern, wo man sich was wünschen kann. Wisst ihr? Und da, guck mal, finde ich schön mit den ja, anthrazitfarbenen Blättern wieder. Wie gesagt, ich kann die ja biegen und formen, wie ich das gerade auch möchte. Und hier in dem Fall sind ja drei Blätter. Ich habe sie noch im Bund gelassen, kann die aber so arrangieren, dass man da nach vorne so ein bisschen zum Unterlegen was hat. Die Kugeln, die Tannenzapfen, finde ich ganz, ganz süß. Und dann gibt es ja auch noch die Dreier in Silber und auch in Gold, diesen Eicheln und Nüssen. Und zwar super billig. Die haben ja auch auf 50% noch in Silber oder Gold. Ich glaube, da sind wir unter 5 Euro. Schnischnaschnappi. Mit rein einfach mal durchgucken, auch in die Weihnachtskategorie, die Neuheiten und aber auch die Sachen, die auf 50% gesenkt sind. Liebe Cornelia, du warst noch arbeiten, du bist jetzt da. Was müssen wir dir noch zeigen, liebe Conny? Kommt der weiße Engel, da sitzen nochmal. Wäre. Nein. Alles, was ich euch heute zeige, ist nur in der einzigen Menge da. Keine Nachbestellungen, keine Nachlieferungen, keine Nachorder, kein gar nichts. Sondern Weihnachten, Christmas in July, der ganz besondere Tag, heute 19 Uhr, wo wir die hartgesottenen Dekohasen und Weihnachtsengel zusammen Weihnachten feiern in Christmas in July. Und das darf gerne auch was Besonderes sein, deswegen kriegt ihr besondere Angebote, die es so dann über das Jahr nicht nochmal gibt. Deswegen lohnt sich das auch, schon früh zu starten und im Juli anzufangen und da schon das eine oder andere zu schnappen, wenn es einem gefällt. Soll ja was Besonderes sein. So, genau, das gibt es als Geschenk. Conny, das gibt es als Geschenk. Der Hirsch mit dem Weihnachtsmann in so einem Salbei-Mint-Ton. Genau. Der bringt dann die Geschenke fleißig und die Dekoration. Schnell sein lohnt sich, sagt die Sarah, ganz genau. Von den Engeln mit Händen zusammen zweimal noch da. Ich zeig euch mal die Varianten der Engel. Also Geschenk gibt es zu jeder Bestellung dazu. Ja? Wenn der ausverkauft ist, gibt es leuchtende Bäumchen mit Engelchen. Ja, das ist praktisch der Nachläufer, wenn es doch noch mehr Bestellungen sind, als ich gedacht habe. Und ich habe ja schon hochgerechnet zu letztem Jahr, wäre das dann die Alternative. Also auch dafür hatte ich vorgesorgt. So, der hinter dir steht. Du meinst den? Da! So, du meinst den großen Hirsch? Ja, das ist natürlich eine Wucht und ich glaube, da findest du auf jeden Fall auch Gefallen drauf. Den kann man jetzt super schon für die Herbstdekoration, ne, eigentlich tatsächlich eine Ganzjahresdekoration. Für so einen Hüttenzauber gerne das ganze Jahr. Ansonsten gerne jetzt auch für die Herbstdekoration und Weihnachtsdekoration. Ich habe jetzt mal hier die schönen Mandarin Ginger Duft drauf. Ein tolles Tablett von der Größe her. Ne, guck mal, ich habe das jetzt mal an der Seite, damit ihr seht, das ist der XXL Teelichtduft und da ist immer noch ein bisschen Platz. Und so kannst du den Riesen hier richtig schön dekorieren. Ich zeig dir gerne auch die Alternativgröße dazu. Das ist dann praktisch der kleinere. War ja auch ein Wunsch von euch, als wir den großen Hasen auch hatten. Ne? Nicht jeder hat so viel Platz und möchte so ein It-Piece, so ein Eye-Catcher, sondern vielleicht eher die kleine Variante. Oder ihr stellt es, wie ich es hier hinten stehen habe, beide auch zusammen. Finde ich auch sehr gut. Das geht natürlich auch fantastisch. Kannst du bitte nochmal das Licht mit den Hirschen drauf zeigen? Auf jeden Fall, liebe Christina. Das mache ich doch
platt und dann zeige ich euch gerne auch den Rest der Dekoration. Kerzchen mal wieder auf und erstmal ein Stück Kartoffelsalat. Ein bisschen. Hier passt auch das Wetter zum norddeutschen Weihnachten. Kaltregen haben wir hier auch. Liebe Ingrid, haben wir auch. Mir läuft das Wasser so im Mund zusammen, weil ich den immer rieche, den Kartoffelsalat. Ja, Fliege ist auch da. Na gut. Ist aber meine. Ah. Steht original drauf, Omas Kartoffelsalat. Und ich mag, muss sagen, den kann man wirklich gut empfehlen. Der ist lecker. Schmatzi, schmatzi, schmatzi. Okay, ich mache schon weiter. Aber ein bisschen was muss ich, das ist so gut. Der Kartoffelsalat gehört ja zu Weihnachten dazu. Cornelia, sehr, sehr gerne, bitteschön. Hast du das Bärchen gesehen? Und damit haben wir gestartet. Das ist mein Highlight sozusagen mit einem extra tollen auch Weihnachtspreis heute. Das Weihnachtsbärchen für Christmas in July. Das ist das Christmas in July Weihnachtsbärchen. Kann man drehen, vorne wie hinten. Funktioniert immer gut. Kombiniert gerne mit der altrosa Kerze, mit dem Sternenteller in dem Bäreton. Und das Bärchen hat nämlich, hier sieht man ganz gut, Rainbow Glitzer oben auf der rosa Zipfelmütze. Rainbow Glitzer auf dem schönen Pullover. Hinten noch ein tolles Geschenk mit goldener Schleife. Den könnt ihr euch gerne zum Weihnachtspreis schnappen. Der ist genau gedacht für Christmas in July, für den heutigen Tag. Auch in den einzigen Mengen. Da habe ich aber ein bisschen mehr eingekauft, weil ich den gerne bei meinen Dekohasen sehen wollte. Als kleine Erinnerung für Christmas in July 2023. Das soll das Bärchen sein. Der soll an unser Highlight Weihnachtsabend am 24.07. diesen Jahres 2023 denken. Wir haben bis jetzt ja immer was gehabt, ne? Das erste Jahr war sogar der kleine Göbelengel zu einem tollen Weihnachtspreis, den wir ja fast alle auch zu Hause haben. Und diesmal dachte ich mir, das kleine Weihnachtsbärchen in diesem Rainbow-Glitter und rosa, nicht zu sehr rosa, pastellig, passt in die Sommer-Weihnachten gut rein. Irene, das Bärchen und den kleinen Hirsch habe ich mir gesichert. Das hast du gut gemacht, liebe Irene. Das hast du gut gemacht. Und da kommt noch das schöne Geschenk dazu. Das ist sozusagen drei Sachen, auf die du dich freuen kannst. Also das ist meine Idee, wie gesagt, für unser Weihnachtsfest Christmas in July 2023. Und dann gehen wir mal weiter. Die Engel wollte ich euch zeigen, genau. Den letzten Schluck, den lasse ich aber noch bis zum Ende, damit wir noch was haben. Die sitzenden, Lara, hattest du, glaube ich, schon gesagt, dass die ausverkauft sind. Also da gab es auch wieder, das ist unsere Weihnachtsfliege im Übrigen. Habt ihr die auch schon gesehen? Die Weihnachtsfliege, die möchte ja auch mit Weihnachten feiern. Die geht auch nirgendwo anders hin. Die kreist hier um die Dekoration mit den Metallflügeln, also sitzend. Ich glaube, da schon ausverkauft, ne? Heute ist der 24. Manuela, genau. Und die stehende Variante, wie gesagt, gibt es einmal auch eben mit dem... Ich habe übrigens auch das Weihnachtskleid an, was ich jedes Jahr zum Christmas in July anhabe. Mein rotes Weihnachtskleid. Ganz traditionell. Wenn man jetzt die Aufzeichnung bei uns im Shop oder bei Facebook anschaut und das Jahr zuvor und das Jahr zuvor und das Jahr zuvor, ist immer dasselbe Kleid. Passt noch. Wunderbar. Das wird ein großes Weihnachtspaket, Christina. Haben wir uns schon gedacht. Wir haben auch bei dem einen oder anderen wirklich auch an dich gedacht. Und ganz viele unserer Deko-Hasen wussten wir schon, wo das eine oder andere hinwandert. Also die Engel einmal mit dem mit der Hand zum Hals und einmal auch so geschlossen ans Herz gefasst. Finde ich auch sehr süß. Alle mit so einem tollen, wirklich tollen Gesicht. Guckt mal. Die sind sehr, sehr fein gemalt. Sehr fein gemalt. Also macht ihr alles richtig. Die sehen hochedel aus. So, Lara hat hier ein Update. Die Hände zusammen sind noch zweimal da.
Und mit einem Hand zum Hals haben wir noch ein paar mehr. Also es ist hier die Variante mit Hand zum Hals. Finde ich auch sehr schön, weil das so ein bisschen ja, so entzückend. Mache ich auch ganz oft. Das ist so eine Pose von mir tatsächlich. Witzigerweise, weil ich mache auch so, weil dann massiere ich mich mal so ein bisschen oder, dann, oder auch so beim Nachdenken, dann denke ich, ja, und dann streiche ich mir ein bisschen selber meinen Hals. Ja, also irgendwie eine ganz süße Pose. Auch die Hand, ihr seht, guckt mal, wie fein auch die Hand gemacht ist. Die Haare, wie gesagt, das Gesicht ganz fein. Und dann diese Metallic-Flügel, finde ich auch großartig, weil du dir die Flügel auch so ein bisschen biegen kannst, damit es ne, so 3D-mäßig auch noch aussieht. Die halten aber natürlich auch wirklich sehr, sehr gut. Das heißt, ihr kann halt auch kein Flügel abbrechen, was wir vielleicht schon mal hatten, so die letzten Jahre, wenn es halt Keramik ist. Dann kann halt immer mal was passieren. Ne? Auch selber fliegt es halt um, ne? Und dann ist da so ein Flügelspitzchen abgebrochen. Und deswegen finden wir die nämlich super, super cool, weil die Metallic-Flügel haben auch einen tollen Glitzer. Seht ihr das? Ganz gut, glaube ich. Ne? So ein bisschen diesen Glitzer drauf. Also sehr schöner Glitzer und sind halt super stabil. Da gibt es keine gebrochenen Flügel mehr. Das hält. Das finde ich halt, finde ich auch gut. Ansonsten haben wir schon eine Keramikfigur hier mit den Händen zum Herz, mit der Powerlocke, ein schönes Gesicht und die Alternative dann mit der Hand zum Hals. Finde ich auch, sieht so ganz, ganz süß aus. So, ne? Einfach so, so liebevoll, so entspannt, so sinnlich, finde ich auch. Sinnlich. Sinnlich trifft es ziemlich gut. Oder passen aber auch die silbernen Kugeln da hinten mega, mega gut dazu. Also wer Silber-Fan ist, ne, der ist jetzt hier genau richtig. Die silbernen Kugeln, die schnappt ihr euch mit 50%. Super günstig, Timer, alles dabei. Und sogar Batterien. Ja, und bei da nicht bei allen, müsste man nochmal gucken. Ich glaube bei den Kugeln nicht. Nur noch bei den Stehkugeln, ne? Will ich nicht zu viel versprechen. Aber die sind so schweinebillig. Da macht es auch nichts mehr. Die schnappt ihr euch einfach. Die kriegt ihr nirgendwo so günstig wie jetzt im Shop bei www.stylehome.tv. Passt gut zusammen, ne? Also gerade stehen die das, finde ich auch. Das passt auf jeden Fall gut. Den stellen wir doch aber mal wieder hier hinten hin. Da stand er nämlich auch vor dem weißen Zapfen. Und dann gehen wir gerne mal weiter in unsere Dekoration. Ach, süß hier hinten, die Fischen. Niedlich. So. Dann hatte ich hier das gezeigt. Genau, einmal nochmal ganz genau für die Christina auch gerne das Windlicht mit den Hirschen. Ich mache es mal aus. So. Dann können wir hier genau schauen. Also die sind hier im Schneegestöber. Wunderschön, macht die Karin. Das sind tatsächlich auch so Hirschfotos. Ne? Also, wenn man das sieht, seht ihr das vom Gesicht her durch das Schneegestöber in der Kamera? Vielleicht nicht so hundertprozentig, aber ich glaube, man kann es gut erkennen. Und da hinten ne, ganz viel Schnee, schneebeschneite Bäume. Und das Windlicht hat auch nochmal viel Schnee, selbst auf dem Silbersockel. Das war schon eine Heidenarbeit hier. Spritz, Spritz, Schnee, Spritz. Und dann hast du innen drin die spezielle Folie, diese Sternenfolie. Das heißt, wenn man die anmacht, und die haben auch hier 3 Doppel-A-Batterien, die reinkommen, die sind aber mit dabei, die kriegt ihr in dem Fall auch. Und habt auch hier eine Zeitschaltuhr und Dauerbetrieb. Also die Möglichkeit, in die eine Richtung Timer einzustellen von 6 Stunden und in die andere Richtung Dauerbetrieb, je nachdem, wie ihr es gerne leuchten haben möchtet. Und dann hast du ja die Lichterkette innen drin, die dann aber durch diese magische Folie das Ganze auch dann so zum Erleuchten bringt, dass ihr ganz, ganz viele kleine, schöne Sterne seht, die leuchten. Also so ein richtiger Sternenhimmel über den romantischen, über der romantischen Winterwelt. Und ihr seht, es ist auch ordentlich groß. Ja, das ist schon ein schöner Oschi, den man hier hat. Es wurde gerade gefragt, ob die Größe Tannenbaum mit Stamm dieses Jahr wieder kommt.
Nee, tatsächlich nicht, liebe Jasmin. Die Tannenbaum, ich meine, ich hätte noch einen im Lager, der nicht online ist, glaube ich, aber das ist einer, der irgendwie sich noch versteckt hat. Ansonsten kommt sowas tatsächlich noch nicht. Ich hoffe auf nächstes Jahr, dieses Jahr tatsächlich noch nicht. So, Karitza, die Engel hab ich im Kopf schon fertig dekoriert. Dann sag uns doch gerne, wie. Mit was kombinierst du denn die Engel? Timon sagt, wenn es kommt, lass ich es erstmal stehen. Und das Geschenk nimmst du dann, wenn du ausdekorierst, das ist im Prinzip dein kleines Nikolausi oder dein kleines Vorweihnachtsgeschenk. Packst du das dann auch erst aus, wenn du dekorierst? Auch schön, ne? Kann man ja auch machen. Also das ist auf jeden Fall was, was man aber schön auch wirklich jetzt schon in dem Herbst dekorieren kann, ne? Das wirst du dann da auch schon, denke ich, ab September, Oktober gut hinstellen können. Sogar die Bestellung abgeschickt. Wie gut, dass ich gerade eine Nebenkostenerstattung bekommen habe. Gabi, Timing ist alles, ne? Oder wie sagt unser Freund immer, Timing ist alles, nur keine Stadt in China. In dem Sinne, alles für uns, es passiert alles für uns. Das ist mein Lieblingsspruch. Und ich finde, daran kann man sich auch gut halten. Und wie auch Bodo immer zu sagen pflegt, Hauptsache, wir sind zusammen. Und wo wir sind, ist schön. So, genau so ist es. Wo wir sind, ist schön. So, der kleine stehende Hirsch bleibt dann auch gleich stehen. Jennifer, das machst du auf jeden Fall richtig. Guck mal, das machst du auf jeden Fall richtig. Ich habe jetzt hier auch nochmal ich glaube, das, was haben wir da jetzt genannt? Dreiteiliges Set Beeren und Nüsse, glaube ich, in Gold und diesem Silberton. Der passt hier nämlich auch genau drauf, aber passt da auch ein Keks drauf. Da passt, könnte man auch mit tatsächlich einer anderen Farbe oder die kleinen Beeren, wenn man möchte. Oder weißt du, was auch cool ist, Jenny? Du könntest da auch deinen Schmuck drauflegen. Oder den Schlüssel. Ich meine, wie cool ist das denn als Ablage für den Schlüsselbund? Das finde ich auch mal geil. Oder? Seid ihr dabei? Also als kleine Ablage, so für, entweder so für den Ring und die Ohrringe und die Kette zum Beispiel. Oder ich glaube, man könnte sogar selbst so eine, das ist so eine Seifengröße, wenn ihr von der Größe her überlegt, wie groß ist das? So eine typische Seifengröße, wie Omi immer Fa. Mutti auch. Immer noch zwischen die Pullover, die Fa-Seife. Großartig. Und ich schwöre euch, ich habe jetzt noch kleine Beutelchen mit Lavendel und kleine, die sehen aus wie Seife, ist aber Keramik beduftet. Da suche ich auch noch mal was, dass ich das mal für uns finde, weil das finde ich nämlich auch ganz geil. So beduftet mit Keramik und das liegt auch zwischen meiner Wäsche. Muss ja alles gut riechen. So, da kommt ein LED-Teelicht und eine kleine zarte Blüte drauf. Jennifer, das finde ich toll. Da freue ich mich schon auf die Fotos und ich freue mich schon auf unseren Live-Chat. Ich darf doch wieder bei euch zu Weihnachten gucken kommen, oder? Da freue ich mich doch schon drauf. Deswegen wollen wir ja früh starten, dass wir viel Dekoration haben. Weil wenn wir dann wieder den Splitscreen machen, wenn wir dann bei euch zu Weihnachten in die Wohnzimmer und vielleicht auch in die ganze Wohnung illern dürfen. Und das haben wir ja letztes Jahr bei der Anke gemacht, bei der Jennifer, bei der Conny waren wir. Also es war schon ganz großartig. Ne? Bei Christina waren wir auch schon mal. Also da ist es immer wirklich schön zu gucken, wie ihr so Weihnachten dekoriert. Bei Familie Schattner waren wir auch schon. Ja, das war auch immer spannend. Müssen wir nochmal gucken, dass die Internetverbindung gut funktioniert. Aber bei mir ist es ja manchmal, kann ja alles sein. Aber da freue ich mich auch schon drauf. Ich darf wieder gucken, Tinne, sehr schön. Also alle, genau. Also das ist auf jeden Fall eine schöne Idee mit einem kleinen Kerzchen, ganz genau, und einer kleinen Blüte. Ich finde das auch schön hier auf dem Sternenteller, nochmal kombiniert mit der roten Blüte und auch dem Windlicht. Von der Größe her, dass ihr das einmal genau so seht, finde ich eine schöne Idee von der Größe. Und
dann zeige ich euch jetzt auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen was anderes. Was ich auch ganz cool fand, ist Teller auf Teller. Das habe ich jetzt mehrfach gemacht. Das wollte ich euch übrigens noch als Live-Deko-Tipp mitgeben. Der schöne Glitzerteller, der weiße Glitzerteller, ist nämlich eine schöne Schneegrundlage. Und darauf kann man hier zum Beispiel den goldenen Sternteller setzen. Und das fand ich nämlich total gut. Das wollte ich euch unbedingt zeigen. Auch mit dem rosa Bärchen. Ich habe da drüben habe ich es auch nochmal. Das zeige ich euch jetzt auch gleich. Finde ich, gefällt mir richtig gut, muss ich sagen. Wollte ich euch unbedingt auch zeigen. Verena und ich liegen im Urlaub im Bett und schauen auch. Frohe Weihnachten, liebe Verena, liebe Brigitte. So, schöne Idee, Marion, ne? Finde ich auch. Klasse, Sarah. Dann zeige ich euch noch die andere Variante mit dem goldenen auf rot, also goldener Teller auf rotem, runden Teller. Das, wie gesagt, passt natürlich eben gerade, finde ich. Ich finde, dass es euch auch gefällt, weil ich mag es nämlich auch sehr gerne. So, warte mal. Ich muss noch mal. Frohe Weihnachten. Fantastisch. Also das ist neben dem Thüringer Kartoffelsalat, den ich leider aber nur irgendwie in Leipzig kaufen konnte, von der Fleischerei Richter, meine ich. Ist das der beste, den es hier im Westen gibt. Komm mal, Omas Kartoffelsalat. Den kenne ich aber auch erst seit diesem Jahr. Den kannst du wirklich gut. Schmeckt uns allen, schmeckt auch den Gästen. Kannst du schön als deinen eigenen verkaufen. Ist auch Schnittlauch mit dabei, ne? Also wirklich 1A. So. Die Glitzerteller, genau. Also, das Ganze sieht nämlich auch nochmal sehr, sehr schön aus. Mit dem, das ist übrigens der große goldene Sternteller. Und der Teller hier 30 cm. Da gibt es auch nur noch ein paar wenige. Und es gibt, also dieser auch in der Variante kommt nicht nochmal nach. Es kommt noch ein roter Klatter, wenn ich mich richtig erinnere. Aber so in dem Design nicht nochmal. Ich kann ihn nur wärmstens empfehlen, weil der wirklich schön aussieht. Die letzten Mengen. Und da passt jetzt auch der goldene Stern in der große Variante genau drauf. Finde ich auch wieder richtig schön. Dann kommt das nämlich nochmal richtig zum Tragen. Da hat man mal so ein Highlight, wie ich finde. Und dann natürlich der Weihnachtsduft-Hüttenzauber dazu. Das wollte ich euch unbedingt auch zeigen, dass nämlich der Rotton 1A passt. Aber das war kein Zufall, ja, dass hier der Rotton unserer Tischgestecke auch mit dem Hüttenzauber gut harmoniert. Ein paar Kekschen, viel brauchst du auch nicht. Und das ist dann natürlich schon schön. Klar, mehr geht immer. Ja, aber so als kleine Idee, mir ging es jetzt auch darum, euch mal zu zeigen, wie toll das aussieht, wenn man so Teller auf Teller setzt. Der Sternteller auf dem runden Teller. Christiane, Dankeschön. Da bekommst du Appetit, der ist mit einem Kartoffelsalat, ne? Ich sag's dir, und ich rieche ja immer so diese leckere Gurke und so. Mir läuft schon die ganze Zeit das Wasser im Mund zusammen. Und die Kekse machen auch Appetit, Irene, ne? Das ist übrigens so süß, möchte ich euch auch mal sagen. Von dem Lieferanten, von dem wir jetzt hier gut ausgestattet wurden, ja, last minute, das war wirklich ein Weihnachtswunder, dass das hier hinten ankam und auch hier unser großer Hirsch, das war tatsächlich ein kleines Weihnachtswunder und so soll es auch sein und ich freue mich, dass es rechtzeitig kam und eben dieser Lieferant schickt immer noch eine Packung Kekse mit. So wie ich die Gummibärchen in unsere Pakete mit reingebe. Jedes Paket bekommt ja immer ein Gummibärchen. Für diejenigen, die noch nicht bei mir bestellt haben, bei styleyourhome.tv. Es erwartet euch also in dem Fall auch eine Tüte Gummibärchen. Und wenn ihr heute bestellt, zu Christmas in July, gibt es auch noch ein Geschenk. Und zwar hier diese Dekofigur Hirsch mit dem Weihnachtsmann, der dann schön nämlich eure Geschenke bringt. Und ein bisschen Glück auch für die Weihnachtszeit. Auf die Dekoration aufpasst, das ist dann das Geschenk, was es zu jeder Bestellung heute dazu gibt. Bei euch Gewitter, haben wir heute hier auch den ganzen Tag, das ist wirklich der Wahnsinn, Jennifer.
Osterkekse, auch schön, Manuela. Ja, wie gesagt, also die sind so süß, die geben uns immer eine Packung Kekse mit zur Lieferung. Und somit habe ich hier auch schon mal ein paar mit für die Dekoration gehabt. Weil Vivi sagt, es gibt auch schon Lebkuchen. Krass, ne? Ich habe noch keine gesehen, aber Vivi hat da das Näschen für Dominosteine. Und sehr schön, Irene. Dann zeige ich euch gerne noch mal ein bisschen mehr. Oh, guck mal, ist schon eine Stunde. Ja, wir sind noch nicht vorbei. Weihnachten wird hier überzogen. Da kenne ich nichts. Das muss hier alles noch gezeigt werden. Aber ich finde diese Kombination auch schön. Ich gehe mal ein bisschen höher. Mit diesem tollen Tablett. Da sind übrigens auch nur noch zwei oder drei da. Viele haben das ja von euch auch. Das silberne Tablett mit diesem Zopfmuster. Das ist so ein Antik-Silber. Da passt nämlich auch sehr, sehr gut. Ich nehme ihn jetzt mal in die Hand, weil der auch so groß ist und so schwer. Und dazu das tolle neue Windlicht. Ich zeige euch noch die andere Farbe. Habe ich nämlich hier dekoriert mit dieser Filamentleuchte drin. Und zwar so eine Glühbirne, aber eben mit der speziellen langlebigen LED. Und das Ganze in dem Anthrazit-Ton, immer mit so einem goldenen Samtsockel, mattweiß mit Gold oder dieses Anthrazit auch mit Gold. Ihr erinnert euch vielleicht dunkel, vielleicht hat es der eine oder andere, an die Windlichter in diesem Design. Die waren ja super schnell ausverkauft. Es war auch so ein Mittwochabend, glaube ich, eine Dekosprechstunde letztes Jahr. Das war einmal da und dann schon schnell weg. Vielleicht ist es bei dem einen oder anderen zu Hause. Und das sind praktisch die ergänzenden Windlichter mit dem Glühbirnendesign. Eine Filamentleuchte. Die sind toll, Ingrid, ne? Also auf jeden Fall sehr, sehr edel. Ne? Wirklich richtig gut gemacht. Auch schwer, muss ich sagen. Sehr stabil. Also gerne auch, wenn Katzen zu Hause sind, die kannst du gut sicher hinstellen. Die stehen schon ordentlich schwer. Also ich glaube, das liegt an diesem dicken Glas. Es ist sehr, sehr dickes Glas. Sehr, sehr dickes Glas. Und dann diese Glühbirnen schon drin. Gesagt, sieht man das so ein bisschen in diesem Gold, also Anthrazit, Gold und Weißmatt mit Gold. Beide sehr, sehr schön. Ich habe das jetzt hier vorne einmal mit dekoriert und einmal hier hinten bei dem Sockel vor dem Tannenbaum. Auch sehr edel, ne? Muss man schon mal sagen. Schon schön. Schön ist schon. Nochmal, guck mal, nochmal den Baum angucken. Auch oh, ganz mein Fall. Da passt auf jeden Fall auch alles hier schön zusammen. Ne? So, hallo liebe Sonja. Ist ja klasse, dass du auch dabei bist. Grüß dich. Sibylla, Löchen. Was schreibst du, Gabi? Das Windlicht mit dem Zweigen habe ich. Ah, genau, guck mal, da, du hast eins. Das wäre eine schöne Ergänzung. Passt also zu dem gleichen Design. Die sind ja cool. So. Guck, 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 guck. Marika, oh, das ist aber lieb von dir mit dem Geschenk, sehr gerne. Sehr gerne. Ja, Weihnachten verschenke ich gerne. Besonders im Christmas in July, der Start jedes Jahr traditionell. Und auch wenn wir am Mittwoch schon früh begonnen haben, weil wir die Ersten sein wollten, ist es heute nochmal ganz was anderes, ganz besonders, nochmal ganz neue Dinge. Da haben wir wirklich ein Weihnachtswunder wahr werden lassen und deswegen auch ganz, ganz lieben Dank an mein Team. Willi war da, Lars war da, Vivi war da, Sabrina ja noch am Wochenende und hatte da schon alles mit ihren Helferlein weggepackt. Das heißt, freie Fahrt für alle Weihnachtsbestellungen. Und Willi hat das Lager schön ordentlich sortiert, alle Neuheiten rein. Lars die Fotos gemacht, Willi die Texte gemacht, ich dekoriert. Also das war, heute waren wir wieder ein super, super Dream Team und haben das in Rekordzeit hier möglich gemacht, damit wir ein tolles Weihnachtsfest haben. Und das finde ich großartig. Also tausend Dank auch an mein tolles Team. So.
Michael, der war schon mit Sommer im Juli glücklich. Michael, alles zu seiner Zeit. Wir hatten ja schon schöne Tage, ne? Muss man schon mal sagen. Also das ist auf jeden Fall auch eine schöne Dekoration. Und dann wollte ich euch gerne auch noch was zeigen. Ich stelle den mal ein bisschen zur Seite. Und die Engelchen auch. Weil ich finde das nämlich auch so toll hier, dieses Arrangement auf meinem goldenen Teller. Yippie. Da hätte jetzt auch noch mehr Platz. Ich habe auch gedacht, hier zum Beispiel der Hirsch wäre auch noch mal toll. Ich habe hier die Glaszapfen mit drin. Dann könnte man hier noch mal so richtig schön mit reinschieben. Das finde ich auch großartig. Glaszapfen auch in diesem Kupfer. Wir haben ja in Weiß, haben wir es ja schon gesehen. Das ist ja dieser tolle Kupferton. Der passt natürlich jetzt zu diesem Arrangement sehr, sehr gut. Das wollte ich euch auch zeigen. Denn die tollen Magnolien in diesem Champagner und ja, diesem Kupferton, die ganz seidig sind, seidig glänzend von der Oberfläche, überall diesen Metallic-Look haben. Genau, Metallic-Look trifft es ziemlich gut. Passt natürlich, finde ich, sehr, sehr gut, entweder Gold oder die Champagner sogar. Die Champagnerzweige fast noch besser, aber ich fand das jetzt als i-Tüpfelchen mit dem Gold ganz gut, weil man es dann noch mal ein bisschen besser sieht. Nuance passend wäre Champagner von den Eicheln. Mit Gold sieht man es natürlich noch mal ein bisschen besser. Und die jetzt hier noch mit reingelegt. Ich würde sie dann auch ein bisschen kürzen. In dem Fall habe ich sie jetzt nur ein bisschen gebogen, weil ich sie einfach auch gut fand. Dazu durchaus die Zapfen hier nochmal mit die Tischgestecke, die gehen halt wirklich immer, ne? Also ob ihr die jetzt in dem Rot nehmt oder in dem Champagner, beides eine absolute Schau, richtig üppig, pompös, immer in Rose oder Christrose, immer mit diesen Goldzweigen, diesen Bärenzweigen, diese Inuxzweigen beglittert und nochmal passend farblichen Blüten. Schön gebunden. Das wäre auch so ein tolles Gesteck, ne? Ja, so ein schönes Gesteck. Also die mit den feinen, samtigen Blüten schnappt ihr euch auf jeden Fall, weil die kommen auch nicht nochmal nach. Ja, und die jetzt in dem Baum drin, überall hingelegt. Also da würdet ihr euch ärgern, wenn ihr die nicht mitschnappt. Gerade auch in dem Cremeton, Creme Gold Champagner hier. Das ist ein Tausendsasser und wird überall passen. Ja, also die auf jeden Fall mitnehmen, denn du legst es hin und es sieht einfach schön aus. Guck mal. Immer schon fertig, ne? Hier dazu musst du dich um nichts bemühen, also es ist fertig gebunden und es macht immer diesen Wow-Effekt aus, finde ich. Auch ein geiler Teller, ne? Mal eine ganz andere Farbe. Kombiniert eben wie bei dem Baum Anthrazit, Creme und Gold. Und das finde ich richtig schön. Ich gehe nochmal hier. Hier. Ich muss ein bisschen aufpassen mit meinem Glas, dass ihr das auch nochmal seht. Ne, finde ich auch richtig ein Träumchen, Christine. Ne? Hallo, liebe Silvana. Gut, dass du kommst, dass du das auch noch siehst, weil das wirklich, finde ich, sehr, sehr schön aussieht hier bei mir. Gerade die Kombination Kupfer, Karamell, Silber, Grau, Gold, Champagner, mega edel, finde ich. So, hier auch nochmal gerne die Engel mit der Vase, auch dieses tolle, das muss ich nachher noch fotografieren. Hinten die Hirsche passt auch gut zusammen. Ich nehme mal meinen Kopf weg, dass ihr das auch gut sehen könnt. Richtig, Dankeschön. Danke, liebe Bianca. Ich habe das auch mit ganz viel Liebe gemacht. Das meiste hat mich tatsächlich der Tannenbaum gekostet. Die meiste Zeit ging auf den Tannenbaum. Weil da denke ich mir, oh, da geht noch was, da geht noch was. Bis er dann so fertig war, da noch ein bisschen was und da noch ein bisschen was. Aber das ist ja auch das, was Laune macht, ne? Das ist ja auch das, was Spaß macht. Und so soll es ja auch sein. In dem Fall habe ich euch, glaube ich, alles gezeigt. Und würde jetzt sagen,
nochmal hier den letzten Schluck husch husch. Einmal aufwirbeln, damit der Glitzer wieder hochkommt. Und dann war das doch ein schöner Weihnachtsabend. Christmas in July am 24. Juli 2023. Zusammen. Prösterchen. Wieder ein Weihnachtswunder wahr werden lassen. Mit unserem Style Your Home Team. Wie gesagt, Geschenk zu jeder Bestellung. Kommt mit reingeflogen. Und denkt auch sehr, sehr gerne an meine Idee. Ja, nein. Ist alles gut. Sehr stabil. Sehr stabil. So. Das war doch nicht so viel husch husch. Vielleicht doch. Nein. Immer diese Erdanziehungskraft. So, ich finde das, ne? Genau, mit den Äpfelchen sehr schön. Das ist die große Kerze, 5 cm im Durchmesser mal 15 cm mit zwei Doppel-A-Batterien. Die passt sehr, sehr schön dazu. Und das Bärchen, wie gesagt, die Idee. Und zwar als Andenken für unser Christmas in July 2023, für den heutigen Abend, für unseren Weihnachtsabend zusammen. Das ist das Bärchen hier mit dem rosa Zipfelmütze und Rainbow-Schimmer und dem tollen Pullover, hier dem Strickpullover, auch mit dem Rainbow-Schimmer. Und da gibt es hier hinten noch ein kleines Geschenk dazu. Hat er so im Rücken, der kleine Frechdachs, einen dicken Grinsen. Und das ist so das Highlight, finde ich. Also das ist das Besondere extra für den heutigen Tag, für Christmas in July, wo ich hoffe und denke und mir wünsche, dass der dann bei jedem bei euch steht, als Erinnerung für unser Christmas in July. Die Verrückten unter uns, die es lieben, im Juli Weihnachten zu feiern. So, liebe Gabi, du sagst, es war eine sehr schöne Stunde. Vielen Dank, das fand ich auch. Hat ein bisschen holprig begonnen, aber wir haben uns ja alle wieder zueinander gefunden. Und so, was für ein Update, Ausverkauf, die Engel. So, liebe Grüße hier in Leipzig, regnet es bei uns auch, liebe Silvana. Ich fand es auch gut. Jetzt esse ich aber mal schön noch meinen Kartoffelsalat. Ah. Mmh. Ich habe so einen Appetit. Und nicht, dass du beim Grillen mal oft genug Kartoffelsalat isst, ne? Und eigentlich, aber Weihnachten ist das nochmal was anderes. Und wenn da Omas Kartoffelsalat draufsteht, in der Weihnachtsdekoration, schmeckt es irgendwie nochmal mehr. Die Wienerchen habe ich mir geklemmt, weil vertrage ich gerade nicht so gut. Aber der muss so sein. Da esse ich doch gleich mal weiter. Ich mache nochmal ein paar Fotos. So, ihr Lieben, ich fand es auch richtig, richtig schön. Und hoffe, ich konnte euch gerne eine Freude machen. Und Lara datet uns ab. Viele Sachen sind vielleicht schon auch ausverkauft oder stehen kurz vorm Ausverkauf. Seid bitte nicht böse und nicht traurig, dass davon nichts nachkommt. Es ist eben wirklich auch immer gut, wenn wir zusammen immer am Start sind und gucken schon, was uns gefällt und da auch schnell sind. Es kommen andere Dinge, keine Frage. Aber das, was wir heute im Start zu unserem Christmas in July haben, sollte auf jeden Fall was Besonderes sein. Und ich freue mich da sehr, hallo liebe Sonja, wenn ihr das auch genutzt habt. Genau, ich nehme nochmal den Großen hier mit dazu. Und dann sagen wir zusammen, zusammen tschüss. Der Große und der Kleine. Wahnsinn, ne? Ist das Lager leer, muss neue Ware her. Also wir haben gut getimed bis November. Das heißt, es kommt sukzessive in jedem Monat wieder was Neues. Und nichts Altes, ja. Das heißt also, es kommen immer wieder neue Sachen. Es baut so ein bisschen aufeinander auch auf, damit man das ergänzen kann. Wenn man nochmal neue Inspirationen bekommt und auch so ein bisschen aufstocken kann, damit es nachher schon üppig wird. Aber es soll eben immer was Besonderes sein und deswegen auch da keine Nachlieferung. Das ist wichtig an der Stelle nochmal zu betonen. Das macht sicherlich Sinn. Und
Ab nächste Woche ist es ja dann schon so weit, dass die Vorkasse auch wegfällt. Das muss ich euch natürlich auch noch sagen. Auch wenn es Weihnachten ist. Da schaut gerne schon mal, dass ihr das dann mit Klarna, Amazon, PayPal nutzt, ne? Also ab nächste Woche ist ja dann schon in Sonntag, der 30. Schon August und dann haben wir auch keine Vorkasse mehr. Ne? Haben wir das auch nochmal erwähnt. Okay, ihr Lieben, ich sag mal ho, ho, ho. Vielen Dank für die tolle Zeit. Einmal den Bären mit einer Salio-Home-Katze zusammen nebeneinander stellen. Größenverhältnis, gute Idee. Hab ich hier. So. Ach, du gar nicht an. Alles angemacht. Warte. Das mache ich doch gerne noch. Gleich. Achso, die war schon wieder aus, wie beim Timer. Die hatte ich angemacht. Aber die war schon so lange an. Ist der Timer ausgegangen. Größenverhältnis, Bärchen, Kätzchen. Ne? Ich stelle es mal auf den Teller. Ist nochmal ein guter Tipp. Passt ja auch schön zusammen. Finde ich eine tolle Idee, Lara. Gerade nehme ich auch wegen der goldenen Schleife hier hinten. Die goldene Schleife und die Kerze. Ich versuche es mal gerade zu halten. So. Das ist süß. Weil der weiße Wachs findet sich hier auch in dem weißen Fell wieder. Die goldene Schleife mit der goldenen Lilie. Und das Licht hat genau die richtige Größe, damit es da so schön durchschimmert. Lara. Top-Idee. So, kommt der Bär auch noch in einer anderen Farbe? Nein, liebe Christina. Den gibt es nur so. Den gibt es nur so. Deswegen, den habe ich gesehen, habe ich mich gleich drin verliebt und dachte, das ist was für Christmas in July. Das ist was für uns Dekohasen. Ja, ist echt schön, ne? Passt Angela, finde ich auch. Das ist doch wirklich süß. Gönnt euch das ja gerne, weil dazu kommt ja noch das Geschenk. Dann habt ihr ja alles richtig gemacht. Ne? Also dann sagen wir jetzt mal Tschüss. Frohe Weihnachten. Schon knuffig, ne? Ja, auf jeden Fall. Finde ich auch. Und jetzt machen wir uns über den Rest des Kartoffelsalats her. Bis dann. Ciao.